Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Blut. Ich möchte gerne mit euch reden im direkten Sinne über Blut oder vielleicht auch im übertragenen Sinne. Über Verletzungen, über Unfälle, Krankheiten, aber auch über Blutschande, über Blutrache, vielleicht auch über den Fetisch Blut. Wir sind erstmal alleine hier im Radio eine Weile und gegen sieben Minuten nach eins, dann schaltet sich das WDR Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid und schön, dass Sven da ist. Sven ist 21, hallo. Hallo. Hallo Sven. Zum Thema Blut. Ja, und zwar, ich habe eine Krankheit, das nennt sich Kavernom. Und das ist eine Gefäßwucherung, die im Gehirn ist. Mhm. Und ja, das kann nur operativ entfernt werden. Und ja, ich habe das jetzt am 24.03. erfahren, dies Jahr. Und erst? Ja, erst. Und wie lange hast du die Krankheit schon? Das kann man so genau nicht sagen, weil man kann nicht genau von dem Wachstum ausgehen. Auf jeden Fall habe ich das schon eine sehr lange Zeit. Ja, eine Gefäßwucherung im Gehirn. Ja, genau. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Und zwar bin ich am 23. einkaufen gewesen mit dem Fahrrad. Mhm. Und bin nach dem Einkaufen, habe ich gerade den Einkaufswagen zurückgeschoben und dann bin ich umgekippt. Mhm. Ganz plötzlich aus heiterem Himmel. Mhm. Und das war dann so alarmierend, dass man dich dann gründlich untersucht hat? Ja, ich habe dann wohl gekrampft. Also genau kann ich das nicht sagen, weil ich stand neben mir. Mhm. Man sagte, dass ich nach 30 Sekunden ansprechbar war, nur ich konnte mich erst wieder entsinnen, als ich wieder im Krankenhaus war. Du heißt ja unser Thema Blut. Ja. Das heißt, die Geschichte wäre sehr, sehr aufwendig zu operieren und sehr blutig, wenn man das operieren würde, oder? Wieso hast du dich jetzt zu dem Thema auch gemeldet? Nein, ich habe mich deswegen gemeldet, weil dieses Gefäß kann bluten. Das heißt, dass einzelne Stücke davon aufplatzen können. Und wenn diese bluten, dann bekomme ich einen epileptischen Anfall. Ah ja. Was kann man dagegen tun? Dagegen tun kann man in dem Sinne nur, dass man Antiepileptika verschreibt bekommt. Mhm. Und dann operiert. Das ist die einzige wirklich wirkungsvolle Operation. Das hat man dir jetzt schon so gesagt. Das ist die einzige wirkungsvolle Therapie, dann eine Operation. Nun stelle ich mir das immer sehr schwierig vor und kriege immer so einen Schauder, wenn ich mir vorstelle, dass man am Gehirn, am offenen Gehirn operiert. Hat man dir das genau erklärt, ob das mit hohen Risiken verbunden ist, das Ganze? Also ich hatte bis jetzt das erste Vorstellungsgespräch beim Chirurgen gehabt und er sagte mir, dass die Risiken in dem Bereich, wo das bei mir liegt, eigentlich relativ gering sind. Das Einzige, was wirklich in der Nähe ist, ist der linke Sehnerv. Mhm. Und das heißt, wenn der beschädigt wird, dass sich mein Sichtfeld einschränkt. Das heißt für mich, dass ich dann auch kein Fahrzeug mehr bewegen darf. Ja, so, Wucherung im Gehirn, Diagnose, relativ neue Diagnose. Mit all dem, was du gerade beschrieben hast. Wie hast du das jetzt für dich so verarbeitet? Wenn man vorher so gesund und ganz normal war, ist das ja schon etwas, was man nicht so ganz leicht wegsteckt, ne? Ja, es war am Anfang für mich sehr schwer. Zum Glück ist halt ja direkt vor den Ferien passiert. Ich mache zurzeit Abendschule. Mhm. Und konnte dann dadurch mich auch erstmal fangen, so langsam. Ja. Hatte aber danach auch jetzt auch immer noch wieder Aussetzer. Ja. Also, dass ich dann nicht in die Schule gegangen bin, weil es mir irgendwie nicht gepasst hat, weil das halt von dem Mentalen her nicht passte. Also vom Mentalen, dass du dich schlecht fühlst oder einfach, dass du das noch nicht verkraftet hast? Noch nicht richtig verkraftet habe. Mhm. Wie ist denn jetzt deine Planung? Willst du das operieren lassen oder wirst du es erstmal mit den Medikamenten behandeln? Ja, weil die Ärzte mir schon sagten, dass einzige Therapie operativ ist, entfernen ist, habe ich mich dazu entschlossen zu operieren, weil das ja, wie gesagt, wie mir auch gesagt wurde, in einer relativ harmlosen Gegend. Das heißt, wann wird das gemacht? Ist es so konkret schon alles?
Nee, konkret noch nicht. Also es wird in den Sommerferien erst, also ich bekomme noch meinen Termin. Achso, also dieses Jahr wird das schon über die Bühne gehen. Ja, ja. Weißt du, hat man gesagt, wie das gemacht wird? Wird da ein Stück Knochen aufgebohrt im Kopf oder wie macht man das? Wie genau der Ablauf ist, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass man von welcher Seite man reingehen kann. Also es gibt zwei Möglichkeiten bei mir. Ja, ja. Und zwar einmal hinterm Ohr und einmal hinten von der Rückseite. Ach so. Wenn man nichts machen würde, besteht die Gefahr, dass du immer wieder epileptische Anfälle bekommst und dass die Blutungen vielleicht auch noch mehr anrichten im Gehirn? Erstens das. Zweitens wird sich das Ding auch vergrößern, weil das bleibt ja nicht in einer Größe. Es entsteht ja auch und wird dann immer größer. Mhm. Und dann wird es irgendwann sowieso den Sehnerv beschädigen. Deswegen sagte ich, habe ich eigentlich nichts zu verlieren, wenn ich mich operieren lasse. Mhm. Also, das ist keine schöne Diagnose, aber immerhin eine, die man mit Hoffnung verbinden kann. Ne? Richtig. Da kann man einiges machen. Und dann würde ich dir von Herzen wünschen, wenn du das dieses Jahr angehst, dass das gut über die Bühne geht und dass du danach einfach wieder ein kerngesunder Kerl bist. Sven. Ja, das hoffe ich auch, ja. Weil also nach der Operation kann es sein, dass es immer noch wieder zu epileptischen Anfällen kommt. Ja. Also wenn das Bestmögliche laufen würde, dann wäre es, dass ich keine epileptischen Anfälle mehr habe und keine Medikamente mehr nehme. Also das wünsche ich dir von Herzen. Alles Gute, Sven. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das Fernsehen kommt und dann machen wir ein klein wenig Musik bis dahin. So, meine lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch recht herzlich. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen später im Fernsehen, wir bitten das zu entschuldigen, haben hier im Radio schon angefangen bei 1 Live. Unser Thema heute Nacht heißt Blut. Ich möchte gerne mit euch im engeren Sinne des Themas reden, aber auch vielleicht im übertragenen oder auch ein bisschen abstrakteren Sinne. Einmal möchte ich sprechen mit euch über Verletzungen, über Unfälle, wo ihr konfrontiert worden seid mit Blut, mit sehr viel Blut. Dann würde ich gerne über Krankheiten, die das Blut betreffen, mit euch sprechen. Aber auch im übertragenen Sinne über Blutschande, über Blutrache oder vielleicht auch über die Zeugen Jehovas, die ja die Bluttransfusionen ablehnen. Oder auch über den Fetisch Blut. So, das gibt es ja auch. Also Thema Blut heute Nacht hier bei uns bei Domian. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Es geht jetzt weiter mit Thorsten. Und Thorsten ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Thorsten. Hallo. Zum Thema Blut hast du angerufen. Ja. Warum? Und zwar, ich bin ehemaliger Zeuge Jehovas. Und ja, vor circa 16 Jahren waren ja wir Jugendlichen von den Zeugen Jehovas Fußballspielen. Und dabei hat sich ein 13-Jähriger aus dieser Versammlung einen offenen Bruch zugezogen. Die Hauptarterie im Bein wurde dabei schwer verletzt. Und ja, aufgrund dessen, dass die Zeugen Jehovas ja keine Bluttransfusion bekommen dürfen oder keine wollen, ist dieser Junge damals im Krankenhaus verblutet, also auf ja Geheiß der Eltern, sage ich jetzt mal, die sich strikt dagegen gewehrt haben, dass der Junge da eine Bluttransfusion bekommt. Da warst du, wie alt warst du? 14 rum. 14 Jahre. War das ein enger Freund von dir, kann man das sagen?
Ja, also man hat sich untereinander schon bekannt in dieser Versammlung, sage ich jetzt mal. Also er war mir schon bekannt. Ja, ist dir das damals klar gewesen, warum er gestorben ist? Dass man ihn hätte retten können mit einem recht einfachen Griff in die Medizin, in die fortgeschrittene Medizin, eben mit der Transfusion. War dir das klar? Ja, mir war das schon klar. Allerdings war ich ja damals, sage ich mal, bin ich ja im Glauben der Zeugen Jehovas erzogen worden. Ja. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass eine Bluttransfusion ins Spiel mitkommt, also ja, dass sie abgelehnt wird. Das war für mich selbstverständlich. Wie hat man euch denn und dir auch als 14-jährigen Jungen das begreiflich gemacht, dass es besser ist zu sterben, als denn eine Bluttransfusion anzunehmen? Was ist so schlimm an der Bluttransfusion? Ja, bei dem Glauben der Zeugen Jehovas wird ja gesagt, dass das Blut was Heiliges ist und dass man ja das Blut nicht zu sich nehmen darf, in keinster Weise, weil man sich auch dann dementsprechend gegen Gott versündigen würde und in diesem Sinne praktisch ja das ewige Leben im Paradies dadurch sich ja praktisch verspielen würde. Ja, das heißt also, dass das Blut mehr wert ist als das Leben eines Menschen? Genau, ja. Ja. Hattest du damals, du sagst, damals war dir das noch ganz, ganz eingängig und du warst überzeugt davon und hast gesagt, okay, dann muss dieser Freund halt sterben. Mhm, genau. Ja. Mhm. Gab es denn in deinem Umkreis so ganz hinter vorgehaltener Hand vielleicht Bedenken, dass man das hätte doch nicht tun sollen oder waren die alle auf Linie eingeschworen? Also Zweifel oder hinter vorgehaltener Hand gab es da gar nichts. Es war Gesetz, das ist ja in der Bibel verankert bei den Zeugen Jehovas und da gab es überhaupt keinen Widerspruch oder sonst was. Also, ja, wie du sagtest, alle auf Linie gehalten. Ja. Nun bist du 30 Jahre alt. Mhm. Wann kamen dir die ersten Zweifel, nicht nur an dieser Verhaltensweise, an diesem Gebot, sondern generell alles, was die Zeugen Jehovas anbelangt? Ja gut, meine Eltern, die waren, sage ich mal, in der Beziehung liberaler als die anderen, sage ich jetzt mal. Und sie hatten mich damals vor die Wahl gestellt mit 16, ob ich weiter mitmachen will oder nicht. Mhm. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ja ich doch sehr in meinem Leben, sage ich mal, beschnitten wurde, in meiner Freizeit auch. Gerade was jetzt, sage ich mal, Partys anbelangt oder ja die erste große Liebe. Ne? Ja. Also das hast du damals schon so mitbekommen, dass du da irgendwie in einem Käfig drin sitzt. Ja, auf alle Fälle. Ja. Du bist heute ganz, ganz raus aus der Gemeinschaft? Ja. Und deine Eltern sind aber noch da drin? Die sind noch drin, ja. Ja. Wie funktioniert das so? Diskutierst du mit deinen Eltern manchmal darüber oder ist das Thema Tabu irgendwie? Nee, wir reden ja ganz normal darüber. Meine Eltern sind halt, wie gesagt, sehr traurig, dass ich mich dem abgewendet habe, ganz klar. Aber die sind jetzt nicht irgendwie, wie es, sag ich mal, dann ist, dass die mich da jetzt irgendwie verdammen oder kein Wort mehr mit mir reden, wie ich es bei anderen Leuten noch mitbekommen habe. Aber Thorsten, gibt es denn da nicht immer wieder Reibungspunkte? Also da geht mir die Hutschnur hoch. Da hört alle Toleranz bei mir auf, wenn ich das mit dieser Bluttransfusion höre. Ja. Das heißt, deine Eltern hätten dich auch sterben lassen, wenn du es gewesen wärst? Ja. Ganz klar. Streitet man denn da nicht mit den Eltern und sagt man, was ist denn das für ein Irrsinn? Kann das Gottes sein, dass man, wenn man einen Menschen retten kann mit einem popligen Beutel voll Blut und die sagen, nein, stirb. Streitet man da nicht? Ja, Jahre später, also so mit 17, 18, da hatte ich dann schon irgendwo meine Streitthemen in der Beziehung und habe es auch meinen Eltern klar gemacht, dass es eigentlich absoluter Schwachsinn ist, Menschen, auch deutsch gesagt, verrecken zu lassen. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Und ja, Gott, meine Eltern, die stehen halt zu ihrem Glauben und in der Beziehung konnte ich eigentlich nicht großartig mit denen reden. Ist das Verhältnis, würdest du sagen, eng, ist das ein enges Verhältnis heute oder ist es irgendwie so ein... Ja, nee, das Verhältnis ist auf alle Fälle immer noch gut. Das ist gut. Da kann ich nichts sagen. Ich glaube, wenn ich du wäre, würde ich so viel streiten mit den Eltern, dass das Verhältnis irgendwann nicht mehr gut wäre, weil das so elementare Dinge sind. Es geht ja nicht darum, dass man einen Glauben toleriert, darum geht es ja gar nicht. Ja. Es geht ja um so viele grundsätzliche moralische Aspekte innerhalb dieses Glaubens bis hin zu dieser, wie ich finde, Absurdität mit dem Blut. Ja.
Na gut, aber ihr habt euch arrangiert in der Familie und für dich ist es eh kein Thema. Du würdest es, du würdest auch nie mehr zurückkehren in diese Gemeinschaft. Nein. Weißt du eigentlich, ich würde dich nur mal fragen, du kennst dich ja aus, haben die Zeugen Jehovas da auch irgendwelche Bibelstellen mal wieder zur Hand, die das sagen, dass man das nicht, oder biegen die irgendwelche Bibelstellen zurecht? Ja, auf alle Fälle. Also es gibt auf alles Mögliche eine Antwort, sage ich mal, auf die Bibel. Also das wird ja jeder Zeugen Jehovas, also jeder Geschulte, sage ich jetzt mal, wird ja auf alles, sage ich mal, eine Antwort geben können. Mhm. Also gibt es irgendwo versteckt auch eine Stelle, wo man sagen kann, aus der man interpretieren kann, man soll keine Bluttransfusion, obwohl es die damals natürlich noch nicht gab, soll man unterlassen. Ne? Genau, ja. Ja. Ich bin froh, dass du nicht dabei bist und dass du dein Kind, falls es irgendwann mal sich verletzt, retten wirst und nicht sterben lässt. Auf alle Fälle, ja. Alles Gute, Thorsten. Ja, danke dir auch. Auf Wiedersehen. Das Thema, ihr Lieben, heißt Blut. Ich möchte mich gerne mit euch über Blut im direkten und indirekten Sinne unterhalten. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder domian@wdr.de. Dagmar, 50 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Dagmar. Ja, ich kann ja nur froh sein, dass ich nicht bei den Zeugen Jehovas bin. Ja, das glaube ich auch. Denn das ist wirklich ein hartes Stück. Denn ja, das finde ich so empörend. Also da hört wirklich meine Toleranz, da gibt es null Toleranz mehr. Also. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn man meine Geschichte hört, dass mir wirklich das Blut anderer Menschen das Leben gerettet hat. Mhm. Erzähl mal die Geschichte. Ich hatte im vergangenen Jahr, im 1. Februar, einen sehr schweren Unfall. Ja, ein Autounfall? Nein, ich hatte einen Unfall mit der Eisenbahn. Mit der Eisenbahn? Ja. Was war das für ein Unfall? Und zwar bin ich mit der Eisenbahn gefahren, es hat geschneit und jeder vernünftige Mensch lässt sein Auto stehen und denkt, fährst du mit der Eisenbahn, dann ist es sicherer, du kommst gut heil an und in dem Moment, in dem ich in Köln-Mühlheim aus dem Zug aussteigen will, fährt der Zug an. Mhm. Es waren also keinerlei Sicherheitsvorkehrungen in dem Zug vorhanden und der Zug fährt an, meine Tasche wird eingeklemmt in der Türe und ich rutsche genau zwischen Bahnsteig und Zug. Oh. Ah, das klingt ja schon ganz, ganz schlimm. Und das heißt, du rutschst zwischen Gleis und Bahn und die Bahn fährt? Ja, die Bahn fährt. Ah, wie schwer, welche Verletzungen hast du davon getragen? Ich habe beide Beine dadurch verloren. Du hast beide Beine verloren? Ja. Und ganz schlimme Verletzungen, Hüfte, Becken, mehrfach, zigfach gebrochen, die Blase kaputt und alles Mögliche. Wie weit hast du die Beine verloren? Bis oben hin? Das linke Bein habe ich den Unterschenkel verloren. Ja. Ich habe eigentlich bei beiden Beinen nur den Unterschenkel verloren. Und danach musste aber nochmal nachoperiert werden, weil sich in dem rechten Bein eine Entzündung im Knochen gebildet hatte und man das Bein bis übers Knie abnehmen musste. Gott, sag mal, was hast du durchgemacht? Mein Gott, was hast du durchgemacht? Ja. Man kann ja sich überhaupt gar nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Allein das kann ich dir jetzt nicht sagen, Jürgen. Weil ich bin, und das ist halt eben das Thema Blut, ich hatte keinerlei Tropfen Blut mehr im Körper. Und sag das mal, hat wenn ich unterbrechen darf, der Vorgang, also ich stelle mir gerade vor, du steigst da aus, die Tasche bleibt hängen in der Bahn und die fährt an und du wirst dazwischen gerissen, zwischen Gleis und Bahn. Ja. In dem Moment passieren ja schon die schwersten Verletzungen. Steht man da so unter Schock, dass man da gar keine Schmerzen empfindet oder hast du da auch Schmerzen empfunden? Man empfindet überhaupt gar keine Schmerzen. Gar keine Schmerzen. Das Einzige, was ich nur gedacht habe, war, als ich dazwischen gefallen bin, habe ich nur gedacht, Dagmar, heute ist dein Todestag. Und dann war ich bewusstlos. Dann warst du bewusstlos. Und bist wann, nach wie vielen Stunden oder Tagen wieder aufgewacht im Krankenhaus? Ich bin aufgewacht, als ich auf den Gleisen gelegen habe. Ach, schon wieder? Ja, da habe ich auf den Gleisen gelegen und der Zug war weg. Der Zug war weg, der hat das gar nicht mitbekommen, der Zug. Nein, gar keiner hat das miterlebt. Und da bist du dann trotz der schwersten Verletzung wach geworden? Bin ich wach geworden und habe um Hilfe gerufen. Hat das auch niemand gesehen? Nein, es hat niemand gesehen. Es war auch die Videokamera nicht eingeschaltet. Das wurde also im Nachhinein recherchiert. Es war gar nichts. Waren da Schmerzen oder da? Nein, auch nicht. Und man hat mich dann hochgezogen. Da waren Leute auf dem Bahnsteig, die haben mich dann hochgezogen.
Und das Nächste, an was ich mich erinnern kann, war, dass ein Mann vor mir stand in so einer orangefarbenen Jacke und mit einer Schere und hat zu mir gesagt, ich gebe dir jetzt etwas gegen die Schmerzen. Mhm. Und das Kuriose daran ist, ich wollte nicht dagegen protestieren, weil ich hatte keine Schmerzen. Mir war nur fürchterlich kalt und ich wollte dagegen protestieren, dass er meinen neuen Mantel aufschneidet. Naja, so irrational ganz geht dann total alles. So, und dann weiß ich 3,5 Monate nichts mehr. Dann hat man mich, erstmal war ich im Koma und dann hat man mich im künstlichen Koma gehalten, weil ich musste ja immer wieder operiert werden. Und so, somit kommen wir jetzt auch auf unser Thema Blut. Das heißt, das Blut anderer Menschen hat dir das Leben gerettet. Ja, weil ich habe 100 Blutkonserven bekommen. 100 Blutkonserven. Weil du einmal bei dem Unfall wahrscheinlich sehr viel Blut verloren hast dann bei diesen schweren Operationen. Ganz genau. Und überleg mal, es würde keiner Blut spenden. So wie jetzt zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas. Jetzt würden alle Menschen so denken, ich wäre dann gestorben. Das heißt, da ist auch eine, trotz allem Unglück, eine große Dankbarkeit den unbekannten Menschen, die dir das Leben letztendlich geschenkt haben. Ja, allen Ärzten, allen, ich war in der Uniklinik Köln. Ich habe da 3 Monate gelegen, allen Ärzten, allen Schwestern und natürlich vor allen Dingen allen Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, ich gebe mein Blut, falls mal etwas passiert, damit ein Mensch überleben kann. Weißt du, was ich dir sagen muss? Du bist ja nun schwer gebeutelt durch diesen Unglücksfall. Ja. Du wirkst so normal und so positiv, dass mich das total erstaunt und auch freut. Ja, das liegt wahrscheinlich auch in meinem Naturell. Ich war schon immer so in meinem Leben und ich habe in den Krankenhäusern so viel gesehen, dass ich eigentlich letztendlich immer noch sage, es gibt noch schlimmere Sachen. Ich habe jetzt Prothesen. Ich habe also angefangen, mit den Prothesen laufen zu lernen. Ja. Ich kann also schon einige Meter weiter mit laufen und kehre so Schritt für Schritt wieder ins Leben zurück. Wie ist denn diese Wundverheilung verlaufen an den Stümpfen? Ist das alles ganz okay verheilt? Ja, das ist super operiert worden in Köln. Das ist also alles verheilt. Es sind also Hautlappen entnommen worden vom Bauch und dann über die Stümpfe drüber operiert worden und so weiter und so fort. Und das ist alles super verheilt. Jetzt war ich gerade so auch geschockt und beschäftigt mit dem, was du erzählt hast. Du hast gesagt, du warst 3 Monate im Koma. Ja. Hast du auch gesagt, wie lange du insgesamt im Krankenhaus warst? 7 Monate. 7 Monate im Krankenhaus. 7 Monate im Krankenhaus. 7 Monate, ja. Hat man da irgendwie während der Zeit auch zum Beispiel Wut auf den Fahrer von der Bahn? Wer hat eigentlich Schuld an diesem Desaster? Die Bahn. Also eindeutig ist es vom Bundesgrenzschutz erwiesen, dass es die Bahn gewesen ist. Weil in diesem Zug, der ist ja beschlagnahmt worden und dann untersucht worden, hinterher festgestellt worden, dass keinerlei Sicherheitsvorkehrungen in diesem Zug in Ordnung gewesen ist. Das heißt also, der Fahrer des Zuges war auch nicht schuld? Ich denke mal nicht. Es wird zwar Anklage gegen ihn erhoben, aber hauptsächlich gegen die Deutsche Bahn. Das heißt, die ganze Sache läuft jetzt und du hoffst auf ein gutes Schmerzensgeld. Ja, weil sonst bin ich ein Sozialfall. Ja. Ich lebe mit meiner Tochter alleine. Mein Mann hat sich vor 2 Jahren von mir getrennt und ich war der Ernährer der Familie und also von uns beiden. Ich habe gutes Geld verdient. Was hast du gemacht beruflich? Ich habe 2 Jobs gehabt. Ich habe also mein Hauptberuf war Fußpflegerin. Ja. Und danach bin ich dann abends immer noch ins Callcenter gegangen, habe da gearbeitet und habe uns beide gut ernähren können. Ist das möglich, wenn du dich jetzt auch an deine Prothesen gewöhnst und dich bewegen kannst, dass du in einen von diesen Jobs irgendwann wieder zurückkehren könntest? Ja, auf jeden Fall. Möchtest du auch, ne? Ja, glaube ich. Natürlich. Und man muss da eine ganz positive Einstellung zu haben. Ich hatte noch nicht mal so eine Wut auf den Zugfahrer. Die erste Zeit, als ich im Krankenhaus gelegen habe, habe ich Wut auf den lieben Gott gehabt. Dass es dich getroffen hat? Dass es mich getroffen hat und dass er mich nicht genommen hat. Dass er mich in diesem Schicksal so lässt. Achso, es gab in der ersten Zeit schon so die Sehnsucht, ach, wäre ich doch gestorben. Ja, natürlich. Weil es so schlimm alles war, weil du so viel hast aushalten müssen. Ja, man sieht ja keine Perspektive, wenn man da liegt. Man weiß ja gar nicht, was alles möglich ist. Und ich stelle mir das sowieso gerade ungeheuerlich vor. Wenn man zum ersten Mal dann nach 3 Monaten aus dem Koma erwacht und dann irgendwann so realisiert, was passiert ist,
Man guckt vielleicht unter sich und weiß, die Beine sind weg. Man weiß, man hat 3 Monate im Koma gelegen. Was denkt man dann? Ja, also realisiert habe ich das eigentlich ganz kurios. Man merkt das erst gar nicht, dass die Beine fehlen, sondern ich wollte immer aufstehen. Ich habe also zu der Schwester mal gesagt, ich möchte gerne mal aufstehen wieder. Und die hat mir dann gesagt, dass meine Beine weg sind. Und da weiß ich nur noch, dass ich muss also die ganze Station zusammengeschrien haben, weil das ist wirklich eine Ungeheuerlichkeit. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man aus diesem aktiven Leben, was ich geführt habe, so rausgerissen wird. Ja. Und wie gesagt, man hadert eigentlich nur noch mit dem lieben Gott und denkt dann, warum hat er mich nicht genommen? Wann kippt es denn bei dir ins Positive um? Also dass du so diese Haltung, wie du sie jetzt hast, dass du nach vorne geguckt hast. Wann war das und durch was kam das? Durch meine Tochter. Durch die Tochter. Und zwar ist das ein ganz tolles Erlebnis gewesen. Ich habe angefangen, Tabletten zu sammeln, weil ich eigentlich nicht mehr leben wollte. Weil ich mir dieses Leben nicht antun wollte. Das war auch ganz kurz, erst nachdem ich aus dem Krankenhaus war. Ich konnte noch nicht richtig und ich war also wirklich nur auf Hilfe von fremden Leuten oder von Familie angewiesen. Ja. Und dann habe ich angefangen, Tabletten zu sammeln. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich genug habe, dann nehme ich sie. Ja. Und dann war ein Tag, war meine Tochter in Einkaufen und sie kommt die Türe rein und ruft schon von der Eingangstüre: Mama, Mama, ich habe was ganz Tolles mitgebracht und auch was super Schönes für dich. Und da steht dieses bildschöne 19-jährige Mädchen vor mir, strahlt mich an und hat mir T-Shirts gekauft. Und da habe ich nur gedacht, was willst du da tun? Wahnsinn. Was musste dieses Mädchen schon erleiden? Nicht? Was musste die schon mitmachen? Ja. Und jetzt willst du ihr das antun? Ihr das auch noch antun, ja. Dass du sie alleine lässt und dass sie sich vielleicht morgen findet, tot im Bett. Ja. Und da hat es auf einmal Klick gemacht. Wahnsinn, super. Ja, und dann habe ich durch meinen Arzt meinen jetzigen Therapeuten kennengelernt, der 3-mal in der Woche mit mir arbeitet. Ach so, das kommt auch noch hinzu, dass du da seelisch stabilisiert wirst. Ah, der ist super, der ist ganz toll. Und der baut dich auf und das ist mittlerweile mein bester Freund. Also Dagmar, du bist eine ganz tolle Frau, finde ich. Danke schön. Das muss ich dir wirklich sagen. Danke, danke. Es hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, ich mich auch. Ich wünsche dir alles Gute und weitere gute Genesung. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass die Deutsche Bahn, dass die den Prozess verliert. Und dass du richtig dick Kohle kriegst. Die hast du wirklich verdient. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Ja, danke auch. Ne? Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zum Thema Blut. Wenn ihr mich anrufen wollt, dann wählt die Nummer oder mailt. Und hier ist jetzt erstmal Jürgen und Jürgen ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Jürgen. Gehst du ein bisschen näher an dein Telefon? Klingst du ein bisschen weit weg? Ja. Zum Thema Blut hast du auch angerufen. Ja, richtig. Und zwar geht es darum, also 1999 im September. Kannst du noch ein bisschen näher angehen? Du klingst so weit weg. Moment, ich muss mal probieren. Ist jetzt besser? Ja, viel besser. Ja, viel besser. Gut, ja, 1999 im September ist unser Sohn ermordet worden. Ja. Und zwar fand das statt bei uns in Luffelden bei Kassel auf dem Heimatfest. Mhm. Er war mit mehreren Freunden unten auf dem Heimatfest. Ja. Und die feierten eben. Und er befand sich im Festzelt. Und draußen gab es eine Auseinandersetzung vor dem Festzelt. Ja. Und da kamen Freunde von ihm rein und er wurde rausgeholt und sollte nachsehen, was da los ist oder mithelfen oder wie auch immer. Mhm. Und die haben es auch geschafft, die Täter, ich sage jetzt mal Täter, zu vertreiben, ohne jetzt groß zu schlagen oder sonst was. Da sind also Täter, die haben einfach Randale da gemacht? Ja, die haben, also bei der Gerichtsverhandlung hat sich dann letztendlich herausgestellt, die sind schon dahin gekommen, um jemanden fertig zu machen. Ja. Mhm. Und jedenfalls, die sind dann abgehauen. Und mein Junge stand ein bisschen abseits und auf einmal kamen die wieder. Da hatten die sich mittlerweile bewaffnet mit Schlagringen, Schlagstücken und Flaschen. Und da ist einer von den Tätern an meinen Jungen hochgesprungen, hat ihm mit dem Schlagring auf die Nase gehauen. Und da hat er sich rumgedreht, also wie die anderen Freunde schon sagten, es war ein Wunder, dass er überhaupt noch stand, und wollte den verfolgen. Ja. Und auf dem Weg zu der Verfolgung zu dem
hat er wieder einen anderen Kumpel getroffen und der hat gesagt, komm her, so wie du aussiehst, ich bring dich heim. Mhm. Und das hat er sich auch überreden lassen und die waren auch fast aus dem Stadion raus, das fand alles im Sportstadion statt, das Fest. Und auf einmal hörten sie hinter sich Schritte, also Getrampel mehr oder weniger. Mhm. Und da hat er sich rumgedreht und da kam eine ganze Meute angelaufen. Wieder die? Ja, das waren so 10, 15 Mann waren es mindestens. Ja. Mhm. Und da waren auch die drunter, die am Anfang mit dabei waren. Ja, das meinte ich ja. Mhm. Mhm. Und er ging auf die Leute zu. Dein Sohn. Und da haben sie ihm alle umringt. Ja. Und jeder hatte ein paar Mal auf ihn eingeschlagen. Und dann ist er umgefallen. Da haben sie noch mit dem Messer gestochen. Aber hör mal. Und dann haben sie noch auf seinen Kopf rumgetreten. Und jedenfalls war er nicht mehr bei Bewusstsein. Ein Kumpel hat sich noch auf ihn gelegt, um ihn zu schützen. Mhm. Und da hat jemand noch geschrien, Polizei, Polizei. Und da hatten die Täter wahrscheinlich Angst bekommen und sind abgehauen. Darf ich mal, ich muss mal eben unterbrechen. Ich bin ganz entsetzt darüber, was du erzählst. Es waren erstmal eine Handvoll Täter, die das gemacht haben. Ja. Und dann haben sich einfach irgendwelche anderen dazugesellt und haben mit auf deinen Sohn eingeschlagen? Ja, ja, die kannten sich irgendwie alle. Ach, die kannten sich. Mhm. Ja, aber die kamen nicht bei uns aus dem Ort. Die kamen aus der Stadt, aus Kassel praktisch. Ne? So. Also es war keiner dabei, mehr oder weniger, der von hier wäre. Ne? So, wie du es jetzt gerade geschildert hast, muss dein Sohn ja schwerst verletzt gewesen sein. Der war ja auch. Mhm. Der Richter hat dann, also bei der Gerichtsverhandlung kam raus, er war von Kopf bis Fuß, hatte er Blessuren und alles Mögliche. Also es war keine Stelle, die nicht getroffen wurde, so ungefähr. Ne? Das heißt, er lag blutüberströmt da auf dem Boden, als die abgehauen sind. Ja. Er ist dann ins Krankenhaus gekommen? Ja, richtig. Und da haben sie ihn auch gleich operiert. Und auf dem Weg zum Krankenhaus, da war er schon einmal weg, da haben sie ihn schon mal wiederbelebt. Mhm. Während der Operation war er weg, haben sie ihn wiederbelebt. Und er bekam dann noch so, müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr genau, 16, 20 Liter Bluttransfusion. Mhm. Mhm. Und das war nachts, also die Tat war ungefähr zwischen 23 Uhr, 23.30 Uhr. Mhm. Und da haben sie ihn in der Nacht operiert und gegen 5:30, sag ich mal, so genau die Uhrzeit weiß ich nicht mehr, kam dann der Arzt zu uns und klärte uns erstmal auf, was überhaupt passierte. Wir wussten bloß von seinen Kumpels, dass da einer mit dem Messer zugestochen hat. Aber was im Allgemeinen war, wussten wir gar nicht. Das heißt, der Arzt hat dir dann die schweren Verletzungen im Detail erklärt? Nein, im Detail nicht gerade. Aber so. Die grob erklärt, sagen wir so. Aber dass er eben verletzt war mit dem Messer und dass es der Hauptschlagader getroffen hat und. Dass er dann auch unglaublich viel Blut verloren hat? Ja, ja, weil ja die Hauptschlagader getroffen hat und das mussten sie auch erstmal finden, weil der ganze Bauchraum war voller Blut. Ne? Mhm. Und da erstmal dran zu kommen und jedenfalls war um die Uhrzeit, um 5:30, war seine Lage, sag ich mal, stabil. Mhm. Aber es war noch 50-50, ob er durchkommt. Mhm. Wir wollten auch gleich hin zu unserem Sohn, aber das haben sie nicht zugelassen. Ja. Wir sollten erstmal heimfahren und sollten dann nochmal um 9 Uhr wiederkommen. Ja. Ja, sagen wir einfach, mit Widerwillen sind wir weggefahren, wir konnten sowieso nicht erreichen. Mhm. Und gegen 8 Uhr bekam man einen Anruf, wir sollten ins Krankenhaus kommen, es ginge zu Ende. Mhm. Ja, und dann ist er praktisch, kurz nach 10 ist er verstorben. Ja. Und zwar, weil das Blut, was er bekommen hat, das ist so, wie sie es eingemacht haben, mehr oder weniger wieder rausgekommen. Mhm. Weil er hatte jetzt zusätzlich noch eine Wunde, wo sie ihn operiert haben, mussten sie ihn ja aufschneiden. Und das Blut, so, man hat mir gesagt, er hatte einen Blutschock, aber Blutschock hat ja mehrere Sachen. Und auf der anderen Seite, da sagte man auch mir wieder, das Blut, was er bekommen hat, ist nicht geronnen. Mhm. Also so, wie es kam, lief es auch wieder weg, egal wie es abdichtet, sage ich jetzt einfach mal als Laie. Aber das Blut lief weg. Jetzt sag mir mal, Jürgen, zu was die Täter, hat man die Täter gefunden? Ja, man hat 6 Leute verurteilt. Zu was sind die verurteilt worden? Ja, das ist eben das Lachhafte bei uns. Derjenige, der die Waffen verteilt hat aus dem Auto, das war ein Deutscher, der hat 10 Monate auf Bewährung. 10 Monate auf Bewährung? Ja. Und das andere waren alles, ich sage jetzt einfach mal Ausländer, aber im Prinzip ist ja egal, wer es war. Mhm. Wenn es Deutsche wären, ist genauso schlimm. Mhm. Das waren Türken. Der hat einer 2 Jahre auf Bewährung. Einer, der hat 3,5 Jahre auf Bewährung, 3,5 Jahre Gefängnis. Mhm. Er hat aber nie abgesessen, weil damals, wo das Urteil gesprochen wurde, wurde er gleich in Haft genommen wegen Fluchtgefahr, weil er im Vorfeld schon einmal geflüchtet war und dann hatten sie ihn trotzdem wieder erwischt. Mhm. Und dann aber sein Anwalt Einspruch erhoben. Mhm. Und da er bei uns erst nach 4 Wochen das Urteil rechtskräftig ist, ist er wieder aus dem Gefängnis rausgekommen. Ja. Und seitdem ist er verschwunden. Er ist in die Türkei abgehauen.
Und das waren die Beteiligten, die verurteilt wurden? Nein, und dann war noch eben der Haupttäter, sagt man so Haupttäter, für mich waren es alles gleichen Täter. Ja, ja. Das war derjenige, der zugestochen hat, und der hat 7 Jahre bekommen. 7 Jahre. Und der hat auch noch Revision eingelegt, und da war nochmal eine Verhandlung, aber das Urteil wurde bestätigt, ist bei den 7 Jahren geblieben. Wie geht man mit so einem Schicksal um, dass der Junge so zugerichtet, so hingerichtet quasi worden ist? Hat man nicht ständig diese Bilder vor Augen, wie er gelitten hat, wie er aussah? Und stellt man sich auch nicht ständig vor, was er auch noch gespürt haben mag in den letzten bewussten Zeiten seines Lebens? Das ist richtig, das macht man ja. Und das eigentlich fast täglich, ne? Mhm. Ich sage mir immer, man darf nicht zu intensiv nachdenken, sonst ist man verkehrt auf dieser Welt. Dann kann man nicht mehr arbeiten, dann kann man gar nichts mehr. Das war, ja. Du hast gesagt, im September 99, ne? Ja, ja. Mhm. Wenn du heute über die Täter nachdenkst, dennoch nachdenkst, was empfindest du für diese Menschen? Hass? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich sag mir ganz einfach mal, im Stillen, es gibt noch eine höhere Gerechtigkeit, ob man jetzt Gott nennt oder wie man das nennen soll. Und ich sage einfach mal im Stillen, ich warte drauf, dass ich mal eine Nachricht bekomme, dass irgendein was passiert. Durch einen verkehrten Fall oder sonst was, ne? Dass ich jetzt. Der Junge war wie alt? Er war 20, 2 Monate vor seinem 21. Lebensjahr. Ja. Ja. War es das einzige Kind? Ja, ich habe noch einen Sohn aus erster Ehe, aber unser einziges Kind von meiner Frau und mir. Ja. Und deine Frau, wie ist der Zustand deiner Frau, der seelische Zustand deiner Frau heute? Ja, ich sage einfach mal, wie soll ich das ausdrücken? Wir sind immer noch in psychologischer Behandlung. Früher waren wir jede Woche da und dann alle 2 Wochen, jetzt sind wir einmal im Monat noch da. Aber immerhin macht ihr das, was ich gut finde. Wir machen das, ja, aber manchmal hilft es auch nichts. Manchmal ist es wie so ein Rückfall und dann ist es auch mal wieder gut. Und seit der Zeit sind wir auch viel unterwegs, wir sind viel auf Achse, wir verreisen viel. Ja, ja. Also wir heben groß nichts mehr auf, das Geld, was wir haben, sagen wir einfach, komm, wenn wir Urlaub haben, wir hauen ab. Wir haben mittlerweile schon die ganzen Kanaren durch, was wir früher nie gemacht haben. Weil wir gesagt haben, wir gehen nicht ins Flugzeug, das ist uns zu gefährlich und jetzt ist das uns irgendwie egal. Ne? Es tut mir irrsinnig leid, was euch passiert ist. Es ist ein unfassbares Unglück. Und niemand kann diesen Schmerz ermessen, den ihr habt erleiden müssen und den ihr immer noch erleidet. Ja klar, es ist täglich ist das im Kopf. Ne? Du hast du gesagt, dass du in psychologischer Behandlung bist. Ich würde dir gerne dennoch auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, wenn du das möchtest. Ach nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil du sagst, wir sind da schon gut versorgt. Und eigentlich schon, ja doch. Ja. Wir sind jetzt schon ein bisschen so wie Freundschaft mit der Psychologin. Ja, ja, das ist schon mittlerweile so gewachsen. Ne? Dann wünsche ich dir und deiner Frau, Jürgen, alles Gute. Und ich wünsche euch schöne Reisen. Ja. Dass es zumindest eine gewisse Ablenkung gibt von all dem. Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Und zwar haben wir auch im Internet eine Homepage eingerichtet darüber. Und zwar soll das auch gleich sein als Mahnung. Ja. Damit Leute das lesen und sagen, nee, wenn uns sowas passiert, wir reagieren vielleicht anders oder besser oder schlechter, wie gesagt. Sag ruhig die Adresse der Homepage. Hm? Du kannst die Adresse der Homepage ruhig sagen. Ja, das ist http://home.pages.at/tragelehn/. Okay, also war es ein bisschen kompliziert. Wenn sich jemand interessiert, kann derjenige bei uns sich auch melden und dann geben wir das weiter. Ja, das wäre nett, weil es soll ja auch gleichzeitig eine Mahnung sein. Und wer weiß, es kann jeder mal in so eine Situation kommen und vielleicht kann man da anders reagieren, dass es erst gar nicht so weit kommt. Ne? Das ist eben das Schlimme. Alles Gute von Herzen, Jürgen. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Unser Thema heißt Blut und wenn ihr euch gerne mit mir auch über dieses Thema unterhalten wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Und jetzt bin ich verbunden mit Christian und Christian ist 23 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Christian. Warum hast du dich zum Thema Blut gemeldet bei uns? Ja, eine ganz komische Geschichte. Als ich gerade die Story von dieser Frau gehört habe am Bahnhof Mühlheim, ich war da die erste Rettungskraft vor Ort. Du warst die erste Rettungskraft vor Ort? Ja, richtig. Das ist aber ein irrer Zufall jetzt. Dass du... Ja, das hat mich auch jetzt echt ein bisschen auf den Socken gehauen, muss ich sagen, das jetzt wieder zu hören. Was heißt Rettungskraft? Bist du Sanitäter oder warst du... Ja, richtig, ich bin Sanitäter. Das heißt, also du bist mit so einem Rettungswagen dahin gefahren und hast ihr zuerst geholfen. Ja, genau. Ja? Und das war auch auf jeden Fall was mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist, weil es eben wirklich so unglaublich tragisch war auch.
Mhm. Wie, nun haben wir ja die Geschichte von Dagmar gerade gehört, so wie sie empfunden hat, als Opfer sozusagen. Mhm. Was für ein Bild hat sich dir geboten oder euch geboten, als ihr dann auf den Bahnhof kamt und auf die Gleise? Ja, überraschend war halt wirklich erstmal, dass sie auf dem Bahnsteig lag und jetzt nicht auf den Gleisen oder so. Mhm. Dass man halt sich erstmal überhaupt keinen Reim machen konnte, was da passiert war. Mhm. Das Bild war natürlich schon ziemlich heftig. Mhm. Ja, dann steht allerdings auch wirklich die Versorgung erstmal im Vordergrund, sodass man dieses Bild halt auch erstmal da gar nicht so wahrnimmt. Konntet ihr denn realisieren schon in dem Moment, dass das eine so schwer verletzte Frau ist? Oder wart ihr auch erstmal ratlos, was ist da passiert? Nee, das war ja schon klar. Ich meine, das hat man ja gesehen. Und also, dass die Beine völlig verletzt und völlig blutüberströmt waren und ja, richtig. Alles kaputt war einfach. Richtig, ja, mhm. Ja, klar. Und es war auch natürlich auch ein Großaufgebot von Rettungsdienst vor Ort. Also jetzt nicht nur wir, sondern eben auch noch der Notarzt und die Feuerwehr. Und die Dagmar erzählte ja gerade, dass sie da bei Bewusstsein war, als ihr dann da wart. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich so gewesen. Und das war natürlich auch ziemlich überraschend eigentlich aufgrund eben dieser schweren Verletzung. Mhm. Aber es ist nicht mal so untypisch. Also sie wollte gar keine Beruhigungsmittel haben, ne? Und keine Schmerzmittel. Ja, dass die Leute einfach so unter Schock stehen, dass sie das halt wirklich gar nicht richtig realisieren. Und ist das deine Erfahrung? Also du arbeitest heute auch noch im Rettungsdienst. Ja, richtig. Ja. Ist das deine Erfahrung, dass Schwerstverletzte, dass der Körper so reagiert, dass er einfach das Schmerzempfinden ausschaltet? Es ist ganz oft so, also nicht immer, aber ganz oft. Mhm. Und das am Anfang, und das war einer dieser ersten Erlebnisse, die ich in dieser Richtung hatte, da war das schon sehr intensiv. Also das überrascht einen schon sehr stark. Was genau macht man denn dann in dem Moment mit einer so schwer verletzten Person? Also man spritzt ja ein Beruhigungsmittel oder ein Schmerzmittel. Wie geht es dann weiter? Ja, wir haben die dann natürlich schnellstmöglich in den Wagen gebracht, weil, wie sie sagte, es war Winter und es war sehr kalt. Mhm. Und haben sie dann im Wagen eben weiter versorgt, wobei man natürlich... Ich unterbreche mich eben. Muss man da nicht, hat man da nicht Angst, noch mehr kaputt zu machen, als schon kaputt ist, wenn man einen so schwer verletzten Menschen in einen Wagen hineintransportiert oder auf so eine Liege drauflegt? Naja, es gibt natürlich spezielle Gerätschaften, die man dafür verwendet. Und wie ich gerade schon sagte, in dem Moment sieht man eigentlich nicht dieses Bild auf sich, sondern man sieht eigentlich eher die Verletzung und ruft halt das ab, was man gelernt hat. Mhm. Macht eigentlich nur erstmal seinen Job und das halt möglichst professionell und kümmert sich dann halt darum. Wobei man eben sagen muss, man kann natürlich jetzt die Patientin stabilisieren, aber man kann natürlich nicht wirklich sehr, sehr viel vor Ort machen. Mhm. Weil man ja sicher vor Ort auch, man hat einen Eindruck, aber man kann natürlich nicht sagen, welche inneren Verletzungen noch vorliegen. Richtig. Ja. Und bei so schweren Verletzungen steht natürlich auch einfach im Vordergrund, jemanden schnellstmöglich ins Krankenhaus zu verbringen. Und das war natürlich auch noch ein ganzes Stück vom Bahnhof Mülheim in die Uniklinik bei derartigen Wetterverhältnissen. Das hat schon... Es hatte geschneit, ne? Hatte die Dagmar gesagt. Es hatte geschneit, genau. Mhm. Es war glatt und... da muss man natürlich schon sehen, dass man möglichst schnell vorankommt. Und du warst dann auch mit in dem Rettungswagen hinten drin und hast neben der Dagmar gesessen? Ja, richtig. Mhm. Ist sie dann eingeschlafen aufgrund des Beruhigungsmittels? Und redet man da sogar noch unter Umständen mit so schwer verletzten Menschen? Nein, also sie wurde vom Notarzt ja also schon richtig narkotisiert, eben damit einfach dieser Stress für den Körper eben gar nicht mehr so da ist. Mhm. Und insofern ist sie dann ins Krankenhaus gebracht worden und war... kontrolliert nicht mehr bei Bewusstsein. Ja. Das war einer deiner ersten großen Einsätze dieser Art. Ja, richtig. Ja. Und das hast du so in Erinnerung und gerade hast du sie gehört. Also ich bin wirklich völlig baff über den Zufall, dass du es gehört hast und dass du dann gleich durchgekommen bist und so weiter. Ja, klar, weil ich höre deine Sendung eigentlich fast jede Nacht. Mhm. Finde sie auch übrigens sehr prima. Und das ist natürlich ein Riesenzufall. Und vor allem, ich habe schon öfter wieder an sie gedacht. Ich wusste jetzt natürlich keinen Namen mehr oder noch immer, aber ich habe natürlich öfter daran gedacht. Und also die Dagmar wird sich bestimmt sehr freuen. Ich gehe davon aus, dass sie uns noch zuhört, dass sie dich jetzt auch hört und dass du dich an sie erinnert hast. Ja, und was mir eigentlich jetzt am wichtigsten war, was ich auch in der E-Mail geschrieben hatte, also wie gesagt, ich habe öfter an sie gedacht und ich muss sagen, ich bewundere wirklich diesen großen Lebensmut. Und das ist von meiner Seite her natürlich wirklich schön, wenn man von solchen Leuten dann hört, dass sie eben wirklich wieder in ihr Leben gefunden haben und dass sie halt den Mut haben, weiterzumachen, Da möchte ich ihr wirklich meine Bewunderung ausdrücken. Da würde ich dir gerne in Anlehnung an das, was du gerade gesagt hast, noch fragen.
Verfolgst du oder verfolgt man, wenn man in diesem Rettungseinsatz arbeitet, das eine oder andere Schicksal nochmal oder kann man das gar nicht? Nee, das kann man eigentlich nicht, weil man gibt letztendlich den Patienten im Krankenhaus ja ab und man kennt diese Patienten vorher nicht und danach fährt man unter Umständen sofort den nächsten Einsatz. Mhm. Insofern ist das eigentlich gar nicht möglich. Also ich muss sagen, ich habe wirklich für euch höchste Hochachtung, die ihr das macht. Wirklich ja. Allerhöchste Hochachtung. Ja. Gelingt es dir denn immer, so in deinen normalen Alltag dann auch wieder einzusteigen, wenn du Feierabend hast? Oder du bist ja konfrontiert mit so extrem schlimmen Sachen. Geht dir das nach ins private Leben? Also ich sag mal so, ich komme damit überraschend oder für mich selbst überraschend viel, viel besser noch klar, als ich dachte. Also ich habe einen sehr, sehr starken familiären Rückhalt. Ich habe sehr gute Freunde. Insofern habe ich noch nie erlebt, dass es mich wirklich, sag ich mal, aus den Socken gehauen hat. Also insofern ist da, denke ich, einfach der Rückhalt sehr, sehr wichtig. Und ich komme damit eigentlich sehr, sehr gut klar. Also wirklich, na prima, das ist auch sehr wichtig dann für den Job, ne? Ja, klar. Also, grüßen wir mal alle Leute, die heute Nacht im Einsatz sind. Ich weiß, dass es viele Leute in den Krankenhäusern und in den Rettungszentralen uns hören. Schöne Grüße an die ganzen Kollegen. Ja. Und dir auch alles Gute, Christian. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit Tom. Und Tom ist 24 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Tom. Tom steht irgendwo auf der Straße? Nein, ich war auf der Autobahn. Ah, ich höre das Rauschen. Ich hoffe mit Freisprechanlage. Ja, sicher. Sehr gut. Ja, Tom, auch zum Thema Blut hast du dich gemeldet bei uns. Ja. Und zwar ist schon ein paar Tage, genau, schon ein paar Jahre her, da hatte ich mal eine One-Hand-Stand, also eine Frau kennengelernt. Und naja, es war von vornherein klar, dass sie nur eine Nacht wollte und mehr wollte ich eigentlich auch nicht. Ja, dann noch ein bisschen was getrunken, schönes Vorspiel gehabt, all drum und dran. Und dann irgendwann sollte es doch mal ans Geramle gehen, aber irgendwie dann ist das Kondom dabei erstmal kaputt gegangen und dann habe ich mich doch noch an der Spirale verletzt, die verkehrt eingesetzt war. Also es hat... Das heißt verletzt, da ist dann Blut geflossen von deiner Seite aus? Ja, von meiner Seite aus. Ja. Also das sah fast so aus, als ob ich meine Tage hatte, sagen wir es jetzt mal so ungefähr. Naja, wohl... Ja gut, wieder halt angezogen, ja, im Krankenhaus, und das wurde dann mit so einem Tapeband darüber, also so ein bisschen abgeklebt. Ach so, also das heißt, die Eichel war verletzt durch die Spirale? Ja. Nur in Anführungszeichen so ein kleiner Riss oder schon heftiger? Nee, war Gott sei Dank nicht tief. Das ist natürlich dann auch nicht so ganz schön, wenn man dann ins Krankenhaus geht und sagt, hier, versorgt ihn mal, ne? Ja gut, also ich habe damit heute teilweise immer noch ein bisschen Probleme. Inwiefern? Ab und zu schmerzt es noch und wenn man halt, eine fremde Person brauche ich jetzt sowieso nicht mehr, ich bin seit 2 Jahren verheiratet. Ja. Früher hatte ich dann immer noch so ein bisschen Beklemmung bei einer fremden Person. Ach so, weil man die Narbe sah oder irgendwie, ja. Nee, weil man nicht weiß, ob die auch vielleicht doch eine Spirale hat. Ach so. Ich glaube, das ist ein ganz seltener Unfall beim Sex. Ich hab das ehrlich gesagt noch nie gehört, dass man beim Geschlechtsverkehr durch eine Spirale sich verletzt. Aber das lag ja daran, wie du gerade gesagt hast, dass sie falsch eingesetzt war. Ja, also ich habe es zwar bis jetzt auch noch nicht gehört oder erlebt, okay, selber erlebt habe ich es jetzt auch schon. Aber seitdem, danach war ich bei fremden Frauen doch ein bisschen vorsichtig. Ja, das heißt auch, in dem Moment, als das passiert war, damals in dieser Nacht, war natürlich die Erregung und alle Leidenschaft und Erotik war schlagartig weg, ne? Vermutlich. Die war wirklich schlagartig weg. Ja. Im Krankenhaus hat man dann, hast du gerade gesagt, einfach das nur mit so einem bisschen verbunden. Es wurde nicht genäht. Nein, genäht wurde es nicht, weil klar wurde erstmal gesäubert und dann haben sie einen Klebestreifen drüber gemacht, wie das halt bei einer kleinen Platzwunde ist oder so. Ja. Also Vorsicht bei One-Night-Stands, aber da bist du ja im Moment sowieso gefeit vor, weil du verheiratet bist. Ja, verheiratet und aber auch ein Kind. Und hast ein Kind. Also alles im besten Verhältnissen. Ja, sowieso. Ja. Lieber Tom, gute Fahrt weiterhin. Danke für deinen Anruf. Ja, mach's tschüss. Gut. Tschüss. Frank 27, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Frank. Hallo. Thema Blut. Ja. Du hast angerufen dazu, warum? Ja, mir ist 98, das ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre her, ist es halt eben mir passiert, dass ich niedergestochen worden bin auf der Rückfahrt von
einer Feier halt eben, ich war mit Freunden unterwegs und wir haben halt eben ein bisschen Party gemacht. Ja. Sind dann im Nachtbus halt eben auf dem Weg nach Hause gewesen und da gab es eine verbale Auseinandersetzung, die dann darin geendet hat. Im Bus war das? Im Nachtbus, ja. Im Nachtbus, mhm. Ja. Es ging halt eben um Sitzplätze im Nachtbus halt eben. Wir waren zu viert unterwegs und dann haben sich zwei Südländer halt eben dazu gesellt, die sich halt eben dann partout nicht davon überzeugen lassen wollten, dass wir die Sitzplätze, die wir vorne freigemacht hatten, da wir halt getrennt saßen, für die doch dann benutzen könnten und wir uns dann zu unseren Freunden setzen können. Mhm. Ja, und daraus hat sich dann die Schlussfolgerung halt eben ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wenn es ja nicht anders ginge, könnten wir das dann draußen bei der nächsten Station klären. Und naja, komischerweise haben die beiden sich dann auch spontan darauf eingelassen und wir wollten dann noch aussteigen an der nächsten Station und die Tür ging auf und das Messer war im Rücken drin. Das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal. Im Bus noch? Während des Aussteigens, ja, also sprich auf der Treppe aus dem Bus raus, ne? Hat man ausschließlich dich angegriffen oder einen von deinen Freunden auch? Nee, in erster Linie war ich derjenige, weil ich halt eben an der Tür gerade stand halt und die Jungs standen seitlich beziehungsweise hinter mir und haben dann halt eben gleich zugestochen, ohne großartig zu zögern und sind dann auch gleich flitzen gegangen. Das heißt, wie viel Messerstiche hast du abbekommen? Insgesamt waren es drei. Drei Messerstiche. Wo jetzt genau alle waren? Der erste, also der eigentlich am gravierendsten war, das war wohl der Nierenstich, denke ich. Da hat wohl Nierenstich? Eine ganze Menge. Also ich habe rechts, die Niere ist getroffen worden, dann ein paar Zentimeter daneben war der Darm, aber der ist halt eben zum Glück nicht getroffen worden, sonst wäre es wahrscheinlich noch ganz anders ausgegangen. Und als letzter Gutes haben sie mir oben die Hauptschlagader in den Rücken und dann auch noch aufgeschnitten damit. Also im Hals, in die Hauptschlagader? Nicht im Hals, sondern in der Schulter oben. In der Schulter? Läuft ja da runter halt eben und die wurde dann halt eben von hinten mitgetroffen und dann hat die doch so einiges an Blut in den Körper hineingelassen. In den Körper rein und auch wahrscheinlich nach außen wahrscheinlich auch, ne? Oder? Ja, nach außen, also muss ich sagen, also für mich war es am Anfang, ich denke, ich habe das mit der Frau auch gehört, die halt eben zwischen die Bahngleise gefallen ist. Und es ist schon richtig, im ersten Augenblick, man merkt es nicht. Also es ist halt eben kein Schmerzgefühl. Für mich war es, als wenn ich Schläge in den Rücken bekommen würde. Ja. Also das hat nicht wehgetan, das war mir Schubser, sag ich mal. Das heißt, man konnte das bei dir auch gar nicht sehen. Das Blut strömte im ersten Moment gar nicht so nach außen. Nicht wirklich, nein. Es sackert, also ich habe dann irgendwann nach ein paar Sekunden habe ich dann registriert, okay, da ist ein bisschen mehr passiert halt eben. Und man merkt dann, also ich habe den gerade oben an der Schulter halt eben da, wo die Schlagader getroffen worden ist, gemerkt, dass das Blut halt eben mal druckweise nach außen gedrückt worden ist. Aber durch die Kleidung war es dann halt eben nicht so extrem. Aber das waren ja alles, innerhalb von Sekunden lief das ja wahrscheinlich dann. Ne? Du hast die Stiche abbekommen, die Typen sind abgehauen. Richtig. Bist du denn noch in dem Bus geblieben oder bist du da auch noch? Ich war dann auf der Straße. Ich habe dann noch versucht, halt eben sie aufzuhalten, weil man ist ja im ersten Augenblick auch mutig dann, ne, und kann sich verteidigen. Aber deine Freunde waren auch mit ausgestiegen? Die sind dann mit hinterher rausgekommen, na klar. Das heißt, die konnten dann auch sofort einen Rettungswagen anrufen, oder? Nee, das ist ein bisschen anders abgelaufen. Also zwei wollten halt eben versuchen, die Jungs aufzuhalten, sind dann halt eben auch glücklicherweise nicht getroffen worden, was halt eben knapp war, weil wir ohne Waffen auf jeden Fall unterwegs sind und halt eben uns auch nicht darauf vorbereitet hatten. Mhm. Aber wie gesagt, man möchte natürlich auch nicht dann zurückstecken und sagen halt eben okay. Und die Jungs haben versucht, sie aufzuhalten, was glücklicherweise dann nicht gelungen ist, weil sonst wäre es, glaube ich, viel schlimmer ausgegangen. Währenddessen lagst du aber dann noch schon auf der Straße, ne? Ja, der dritte Freund von mir, der hat sich halt eben mehr um mich gekümmert. Wir sind dann aufgestanden und wir hatten das Glück, dass wir in Hamburg Berliner Tor waren und da war damals halt eben auch gleichzeitig gegenüber die Polizeihauptwache und wir konnten rübergehen über die Straße, haben geklingelt. Ach so, die Polizeihauptwache war gleich gegenüber. Und du konntest mit diesen schweren Verletzungen, konntest du noch gehen? Für mich habe ich die schweren Verletzungen erst eigentlich bewusst genommen, wie ich an der Tür von der Polizeiwache geklingelt habe. Also ich habe halt eben, ich wusste, ich bin getroffen worden, aber habe natürlich nicht registriert, dass jetzt wirklich wichtige Sachen getroffen wurden. Jetzt bist du irgendwann dann ins Krankenhaus gekommen, im Laufe der nächsten Zeit dann. Wie lange bist du insgesamt im Krankenhaus behandelt worden? Also ich kann sagen, also ich bin irgendwann wach geworden, wie ich halt eben eingeliefert worden bin. Da wurde halt eben über mich geredet und dass es doch alles ziemlich schlimm wäre und man sofort operieren müsste. Dann war ich gleich wieder weg und ich bin dann halt eben wieder aufgewacht und ich kann sagen, der Arzt sagte halt eben, es war eine Operation von 4-5 Stunden und es ist eine ganze Menge Blutkonserven, es sollten sich um 8 oder 9 Liter gehandelt haben, die halt eben dann ausgetauscht wurden. Also auch wieder so ein Fall, dass das Blut anderer Menschen dir vermutlich das Leben gerettet hat. Ne? Meine Frage war gerade anders gemeint, wie lange du insgesamt im Krankenhaus verbracht hast, bis du wieder fit warst. Ja, fit, das ist eine Sache. Ich bin im Krankenhaus, das Ganze ist halt am 18. Dezember passiert, heißt kurz vor den Feiertagen. Mhm. Und ich war dann halt im Krankenhaus und dann ist im Krankenhaus ist eine sehr melancholische Stimmung gewesen. Und nach einer Woche habe ich mich dann aus dem Krankenhaus freischreiben lassen, halt eben auch auf eigenes Risiko und bin nach Hause gegangen.
und muss sagen, meine Freunde haben das Beste getan für mich und ich bin sehr gut über die Zeit gekommen. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Nach so einem schweren Ding, nach einer Woche schon raus? Ja, es war, wie gesagt, also mein Arzt war direkt, wo ich zu Hause wohnte, der war direkt auf der anderen Straßenseite mein Hausarzt. Also daher war das gut betreut worden dann? Auf jeden Fall, ganz klar. Bist du heute, das war 1998, sagst du, merkst du heute auch noch irgendetwas davon oder ist das alles gut ausgeheilt? Also die Narben und so weiter, ich habe, wie man das halt eben von großen Narben kennt, das sind bei Wetterumschwung fangen sie an zu jucken. Das gibt halt eben Menschen, die haben es und das ist halt eben auch so ein kleines Problem, weil sonst habe ich eigentlich keine Schwierigkeiten. Sind diese Täter je gefasst worden? Nein, leider nicht. Leider. Die laufen heute noch, denke ich mal, irgendwo frei auf der Straße rum, außer sie haben was anderes getan. Was empfindest du für diese Täter, wenn du daran denkst? Wenn ich ehrlich bin, ich wünsche denen, dass sie mir niemals zwischen die Finger kommen. Dass sie dir nochmal zwischen die Finger kommen? Dass sie mir niemals zwischen die Finger kommen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich meine, mittlerweile bin ich richtig ruhig geworden, im Gegensatz zu damals, wie gesagt, Jahre ins Land gegangen und man hat auch viel daraus gelernt, sag ich mal. Aber damals war ich halt eben jemand, der auch dann seinen Mund nicht halten wollte und ich denke, es war eine Konsequenz einfach aus diesem. Und mittlerweile denke ich, würde ich vielleicht anders reagieren, aber ja, bei diesen beiden Menschen. Hoffentlich, weil das ist keine Lösung und bringt wieder neues Unglück. Ganz sicherlich nicht. Also aber du hättest sterben können dabei, ne? Mit Sicherheit, ja. Also mein Arzt sagte auch, also wenn ich da mal einen Kilometer weiter weg sagte, dann wäre es wohl wahrscheinlich nicht so glimpflich ausgegangen, weil ein Krankenwagen hätte länger gebraucht, um zu kommen. Und so war es natürlich sehr günstig alles. Danke für deinen Anruf, Frank, und alles Gute von Herzen. Ja, schönen Abend. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist jetzt Titania, stimmt das? Ja, genau, Titania. Wie spreche ich das jetzt aus? Tiziana? Nee, nicht Tiziana, Titania. Titania. Genau. 21 Jahre alt. Ja. Ja. Du möchtest uns auch etwas erzählen zum Thema Blut. Ja, genau. Und zwar, ich war bis Mitte letzten Jahres blutsüchtig. Blutsüchtig? Ja. Was heißt das? Ich habe Blut, mein eigenes und von anderen Leuten Blut getrunken. Ach. Warum? Ja, ich bin durch einen falschen Freundeskreis in eine Rollenspielgruppe gekommen. Und zwar haben wir Vampirrollenspiele gemacht. Und ja, irgendwie kam ich dann, die haben mir es öfters angeboten, ich habe es erst abgelehnt und ja, nach einer Weile habe ich dann doch halt mal probiert. Aber wie pervers, da spielen Leute, es gibt Rollenspiele, da spielt man beim Vampir und so etwas und dann lassen die Leute sich selbst zu Ader, das heißt, da tropft dann Blut irgendwo aus deren Armen. Und ja, man, genau. Und man reicht das dann rum? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Im Nachhinein sage ich mir auch, dass es eigentlich Wahnsinn war. Wie lange insgesamt warst du danach süchtig oder hast du das gemacht? 3 Jahre. 3 Jahre? Und wie bist du da rausgekommen? Durch meinen Verlobten. Das heißt ohne psychologische Hilfe, das hast du so mit Hilfe deines Verlobten geschafft? Ja, mein Verlobter hat psychologischen Druck auf mich ausgeübt, weil er gesagt hat, wenn du es noch einmal machst, dann trenne ich mich von dir. Und warst du denn zum Schluss auch noch in dieser Rollenspielgruppe oder hast du es dann nur noch hast du dein eigenes Blut getrunken? Nee, bis zum Ende in der Rollenspielgruppe. Aber das ist doch wirklich komplett pervers, ne? Ja. Komplett. Oder? Ja. Wie beurteilst du es heute auch so radikal, so krass? Also wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, ich würde es eigentlich irgendwie ablehnen. Andererseits, wenn mir jetzt einer sagen würde, von wegen hier, mein Arm, hier ist Blut, trink, ich weiß nicht, ob ich es ablehnen könnte. Wie viel Blut wurde denn dann zum Beispiel von einer anderen Person getrunken? So ein kleines Schnapsgläschen voll oder wie viel? Ja, das war eigentlich grundsätzlich, die Person, die das Blut angeboten hat, hat sich in den Arm oder ins Bein oder sonst irgendwo hingeschnitten. Und ja, man konnte dann halt direkt vom Körper aus trinken. Ach so, man hat es quasi aus dem Körper rausgesogen, also wie ein Vampir rausgesogen. Ja, genau, wie ein Vampir. Und dann hat man es so ein paar Mal gesogen und dann war es dann gut, ein paar Schlucke oder... Ja, je nachdem, wie man das Verlangen danach hatte. Und wie hast du es bei dir selbst gemacht? Ich habe mich in den Arm geschnitten und habe halt auch von mir selbst getrunken oder halt andere trinken lassen. Hat man denn da nicht Angst, wenn man bei anderen am Blut trinkt, dass man sich da irgendwie Krankheiten holt oder dass man sich ja infiziert mit etwas? Da hatten wir ja, weil wir waren ja wirklich eine eingeschworene Truppe und wir haben uns Gott sei Dank intelligenterweise, so intelligent wie wir dann zu dem Zeitpunkt dann doch noch waren, haben wir uns alle testen lassen. Also auf Hepatitis und auf AIDS und so.
also eine sehr degenerierte Form des, eine völlig bekloppte Form des Spielens, ne? Ja. Aber nur sei froh, du bist mit deinem Freund Verlobten noch zusammen. Ja. Das heißt, der hält dich auch weiter davon ab und da ist jetzt so keine Rückfallgefahr. Nee, also sobald er merkt, dass ich irgendwie diesen Suchtdruck habe, kriege ich von ihm eine im Nacken und dann sagt er, wagest dich ja nicht, sonst bin ich weg. Und ganz ehrlich unter uns, du saugst auch nicht an dir selbst? Mittlerweile gar nicht. Gar nicht mehr. Seit einem Jahr jetzt nicht mehr. Ja. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei, Titania, so war der Name. Möchtest du gerne noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Nö. Nicht, das möchtest du nicht. Dann hoffe ich, dass das weiter so gut läuft mit deinem Verlobten und dass du in diese Kreise und diese Szene überhaupt nicht mehr reinkommst. Ich hoffe mal, aber ich denke mal nicht. Alles Gute von Herzen. Dankeschön, tschüss. Domian, tschüss. In der Technik war Volker Tarke. Ich sag tschüss bis morgen, gute Nacht, ciao. Es ist 2 Uhr. Saarländischer Rundfunk, Nachrichten. New York. Die Enthauptung eines amerikanischen Geschäftsmanns im Irak hat weltweit Entsetzen ausgelöst.